Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Mirage. Wir sind jetzt in diesem... Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Codex. Bimaristan. Genau. Und müssen den vermissten Bruder suchen. Könnte sich im Bimaristan befinden. Schaffen wir uns einen Überblick. Das müssen wir nicht irgendwo irgendwie finden. Hilfe Männerbeich benötigt. In dieser Abteilung wimmelt es von Opfern des Brandes im Haus der Weisheit. Zusätzliche Hilfe wird benötigt, um überzählige Patienten in verfügbare Räume zu bringen. Okay, den konnte ich einfach so beklauen, auch gut. Einfach mal die Ärzte beklauen. So wie es sein muss. Ein paar Pilchen aus seiner Tasche snacken. Passt schon. Also du bist der, den ich gerade beklaut habe. Die Frage ist halt, wo muss ich suchen? Er könnte sich im Bimaristan befinden. Aber so... Jetzt da vorne ist so ein bisschen spezieller markiert. Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen. Wende sich bitte an die Oberschwester. Was, Klingeling? So, wo hab ich denn? Hey, das kann doch nicht sein. Ich brauche Hilfe. Da vorne ist die Oberschwester. Hallo, gute Frau. Ups. Schlüssel zur Arbeitsstube. Dankeschön. Danke für die Hilfe, gute Frau. Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihnen gehört. Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Mein lieber Rabisu, die Arbeit an dem Gerät kommt wunderbar voran. Der Erfinder wird uns, ohne es zu wissen, den Schlüssel geben, um sein endloses Potenzial zu entfalten. Die neuen Teile, die ich letztes Mal erwähnte, sind auf dem Weg zum Haus der Weisheit. Die Stunde unseres Ordens steht kurz bevor. Ashdada. Nee, Ashdar. Es ist belastend. Ist hier noch irgendwas? Nö. Jetzt seid ihr da vorne markiert. Warum seid ihr jetzt markiert? Achso, ah, stimmt. Euch darf ich nicht zuhören. Da muss ich erst untertauchen und zuhören. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand? Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl?
Ja gut, die Reihenfolge ist jetzt ein wenig unsinnig. Ah, warte mal, das Labor ist... wer bist du denn? Entschuldigung, ich suche Hakim Hassan. Er ist nicht hier. Er ist nie hier, wenn man ihn braucht. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Keine Ahnung, vielleicht in seinem Labor. Danke, leb wohl. Hat er da das Intro von Disneys große Pause geflötet? Hier war ich doch vorhin erst. Ah ja, genau, hier war ich ja vorhin erst. Komm mal her. Ich nehme mich mal wieder mit. Ich lass dich deine Milz fressen. Du atmest nicht mehr. Ruhe. So. Hallo. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Wachen! Ich bin deinetwegen hier. Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf. Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg im Geist, einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde aufgehalten, Basim. Du kennst mich doch. Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet, oder, Basim? Ich vertraue Ahmad nicht so ganz. Klang schon so ein bisschen wie... wie überleg dir, auf welcher Seite du stehst. Ein blutiges Durcheinander. Kopfverbände. Aber das ist nun mal ein Bimaristan. Gut, wo gehen wir dann als nächstes hin?
mal der Raub der Karolinger-Münze ist ja in relativer Nähe zu hier. Hier gibt es ja auch soweit erstmal nichts für mich zu holen. Zumindest nichts Sinnvolles. Und ich, wie ich hier irgendwie Stress einhandle, verlasse ich besser den Ort. Und hierhin fort. Ich sollte weiter die Bibliothek durchsuchen. Fall geschlossen. Zwei Skillpunkte. Ja gut, nee, dann würde ich eher in die Richtung hier skillen. Ah, und da ist ein Aussichtspunkt. Endlich. Die Eselskuppel. Finde ich ja auch schön. Hallo. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Hier kann ich. Ja, nicht ganz so weit runter, Basti. Idiot. Okay, hier ist der Weg nach oben. Da ist aber jemand, den ich beklauen kann. Das will ich zuerst tun, bevor der wegrennt. Wenn runtergefallen bin ich jetzt einmal. Da kann ich auch erstmal die Zeit nutzen, um jemanden zu beklauen. Und da haben wir Darwish-Artefakte aus. Wie ist es hier? What the fuck? Okay. Was auch immer da jetzt so geknallt hat. Darwish-Artefakte aus Al-Abayisa oder wie das hier hieß? Übrigens, tut mir leid, dass ich heute vielleicht wieder so ein bisschen kratzig klinge. Ich habe gerade eigentlich Migräne. Und weiß nicht, da lässt, keine Ahnung, die Spannung in meinen Stimmbändern nach. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Was ist da los? Basti, meine Fresse, wie kannst du dich nur so dumm anstellen? Aber das Schöne ist, ich mache ja aktuell eine Therapie für meine Migräne. Und die scheint echt zu helfen, weil ich habe heute nichts genommen. Und es wird gerade wieder besser. Und das hatte ich letzte Woche schon mal. Da hatte ich nicht mal Medikamente dabei. Und ja, nach so knapp 2 Stunden hat sich mein Kopf wieder selber reguliert. War echt gut. Wichtiger Ort entdeckt. Da vorne direkt neben dem Questpunkt ist Al-Abbasia. Naja, passt. Al-Abbasia. Codex, Eselskuppel.
Esel sollen eines der vornehmsten Tiere gewesen sein. Ich verbinde Esel immer mit einem Erlebnis im Griechenland-Urlaub. Da waren wir auf so einer Bergwanderung. Irgendjemand hat sich halt einen Esel gemietet. Beziehungsweise, ich glaube sogar, da waren zwei Esel mit dabei und die hatten beide übelsten Durchfall. Jetzt verbinde ich Esel halt immer mit sowas. Halt in meiner Kindheit, ne? Das Erlebnis hat mich halt so ein bisschen geprägt dahingehend. Schätze mal, da darf ich nicht rüber eigentlich. Doch. Hier, ich könnte Hilfe gebrauchen. Alles in Ordnung. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dein Gesicht nicht, doch du trägst unser Zeichen. Ich bin Neji, einer von Mentor Raihans Informanten. Ich bat um einen schwierigeren Auftrag, doch vielleicht war das ein Fehler. Was ist das Problem? Ich habe zwei korrupte Wachen dorthin verfolgt, wo sie bestochen werden. Aber ich kann es nicht mit beiden aufnehmen. Gut gemacht. Zusammen bekommen wir das hin. Folge mir einfach. Pass auf, wir werden angegriffen. Wirft hier schon wieder jemand was gegen mein Fenster? Verletzt! Oh. Dieser Auftrag ist plötzlich sehr viel schwieriger. Was ist? Du hast es geschafft. Ja, und du hast gefailt. Glückwunsch. Dein erster offizieller Auftrag als Verborgener ist abgeschlossen. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Unsinn. Mit etwas mehr Ertüchtigung wirst du dich gut schlagen. Du brauchst nur mehr Selbstvertrauen. Meinst du das ernst? Ja. Kaum jemand macht beim ersten Versuch bereits alles richtig. Gib nicht auf. Danke, Basim. Ich erstatte Mentor Raihan Bericht. Mal sehen, was er sagt. Ich hatte ihn fast. Glaube ich. Und damit haben wir auch zwei Geschichten aus Bagdad von zwei Geschichten aus Bagdad erledigt. Und wir gehen in Richtung des nächsten Aussichtspunkts. Vorne. Eine Gefallensmünze der Gelehrten. Leute zu beklauen lohnt sich. Das ist der Ort. Jungfrauenkloster, ui. Hier ist niemand. Doch, da ist jemand, da steht eine Wache drin. Komme ich da irgendwie rein? Ah, durch den Haupteingang. Es gibt Dutzende Gründe, das Kloster zu schließen.
Sie verstehen es, sich nützlich zu machen. Also lässt er ihnen ihren Alkohol. Für dich gibt's hier nichts. Ich wäre mehr an ihren versteckten Schätzen interessiert. Was? Ja. Aber das Problem ist, für mich gibt es hier heute wirklich nichts. Ich bedanke mich nämlich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.